So, dann hallo Freunde. Ja, jetzt bin ich heute mal wieder im Wald. Es ist ziemlich kalt. Man sieht ja auch wahrscheinlich rein optisch, wirkt das Ganze schon kalt. Naja, ich möchte jetzt hier aber ein paar Stunden zubringen. Dann werde ich mir mal ein kleines Feuerchen machen. Wie macht man Feuerchen? Ich habe hier nur dabei mein Messer und meinen Feuerstahl. Brauchen wir noch ein bisschen trockenes Holz, was gut anbrennt. Ja, das, was hier am Boden liegt, kann man natürlich alles vergessen. Da ist überall Schnee und Frost drauf, das ist zu nass. Aber das hier, dieser tote Ast von dieser Fichte, das, ja, das klingt eigentlich ganz gut. Also die sind hier schön trocken. Da werde ich jetzt mal ein paar zusammensammeln. Und dann ja, mal schauen, ob das funktioniert. Okay, und ich werde es dann mal hier in diesem Behältnis entfachen. So, also jetzt habe ich mir ein bisschen Holz zusammengesammelt hier, kleines. Also hier diese zwei Häufen sind jetzt relativ dünnes, feines Holz, hier noch etwas dickeres zum Ablegen. Und dann kann ich hier noch meinen Feuerstahl herausnehmen. Mir das selber hingebastelt hat an dieses Kramer Scheide. Ja, jetzt brauchen wir aber noch Zunder. Und was nimmt man? Ja, was man immer in der Tasche hat. Wochenalte Taschentücher. Also, ja, hier, das sind die zerkrüpfelt schon. Gebraucht sollen sie nicht sein, oder wenn sie gebraucht waren, dann sollten sie auf jeden Fall schon wieder gut durchgetrocknet sein. Ja, also schau mal. Ja. Also alle zerkrüpfelte Taschentücher, Zellstoff, und dann zählt man das mal. So, naja, vielleicht ein bisschen, wenn man es besser von der Kamera sieht. Na, ja, na, brennt schon. Jetzt hoffen wir mal, dass es anbrennt mit dem bisschen Taschentuch. Und diesen ganz dünnen, trockenen Zweigen hier. Ja, ich glaube, sieht ganz gut aus. Wind geht hier ein bisschen rein von der Seite. Und kommt's. Kommt's. Kommt's nicht. Ich glaube, es kommt. Ja, jetzt doch, es kommt. Ja, doch, das kommt. Da will ich jetzt gleich noch ein paar dickere Äste holen. Ja. Da ist es. Also noch ein bisschen entfachen und dann ein bisschen nachlegen. Das ist ernsthaft das Handy jetzt. So, also das Gespräch ergab, es wird tatsächlich meine Anwesenheit benötigt, also nichts Schlimmes, aber trotzdem muss ich hier jetzt das Ganze abbrechen heute an dieser Stelle. Leider. Also dann können wir das hier wieder ausmachen. Und dann werde ich das halt noch rauspinkeln. Nee, Spaß. Oder vielleicht doch. Naja, also bis zum nächsten Mal und tschüss.